Kann ich als Vater Kindererziehungszeiten erhalten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine Tochter, die ist am 16.03.2017 geboren. Ich erziehe sie mit meiner Ehefrau gemeinsam. Ich wollte im März 2022 im Rahmen einer Kontenklärung mir die Zeiten der Kindererziehung meiner Tochter übertragen lassen. Die entsprechenden Formulare haben wir gemeinsam ausgefüllt. Die Rentenversicherung verweigert mir die Zuordnung der Kindererziehungszeiten. Begründung: Wir hätten eine übereinstimmende Erklärung zur Zuordnung innerhalb der ersten 3 Jahre nach der Geburt meiner Tochter abgeben müssen. Ist das richtig, Herr Knöppel? Ja und nein. Für die Zuordnung von Kindererziehungszeiten gelten folgende allgemeine Grundsätze. Kindererziehungszeiten werden dem Elternteil zugeordnet, der sein Kind erzogen hat. Das ist der allgemeine tragende Grundsatz. Das ist immer dann der Fall, wenn das Kind im Haushalt der Mutter, also zum Beispiel im Haushalt der Mutter nach der Geburt lebt und sie das Kind allein erzieht. Haben beide Eltern das Kind gemeinsam erzogen, wird die Erziehungszeit immer nur einem Elternteil zugeordnet. Haben beide Eltern ihr Kind gemeinsam erzogen, können Sie durch eine übereinstimmende Erklärung bestimmen, schriftlich, welchen Elternteil die Kindererziehungszeiten zuzuordnen sind. Die Zuordnung kann auf einen Teil der Erziehungszeit beschränkt werden. Also da kann man das ein bisschen aufteilen. Die übereinstimmende Erklärung kann immer nur mit Wirkung für die Zukunft abgegeben werden. Also nur innerhalb der sogenannten primären Kindererziehungszeit. Die Zuordnung kann in diesen Fällen bis zu 2 Monate vor Abgabe der Erklärung erfolgen. Wenn bei gemeinsamer Erziehung keine übereinstimmende Erklärung abgegeben wird, so wird die Elternzeit oder die Kindererziehungszeit dem Elternteil zugeordnet, der das Kind überwiegend erzogen hat. Greift keine dieser Grundsätze, die ich jetzt genannt habe, so gilt der Grundsatz, dass die Mutter die Erziehungszeit des Kindes zugesprochen bekommt. Die übereinstimmende Erklärung der Eltern über die Zuordnung einer Kindererziehungszeit ist nur für Zeiten einer primären Kindererziehungszeit. Das sind also für die Kinder, die nach 92 geboren sind, die ersten 36 Kalendermonate nach Ablauf des Geburtsmonats des jeweiligen Kindes zulässig. Damit ist klar, dass für unseren Fall der Vater und die Mutter bezogen auf die Geburt des Kindes vom 16.03.2017 innerhalb eines Zeitraums vom 01.04.2017, das ist der Beginn der Kindererziehungszeit, bis zum 31.03.2019 diese übereinstimmende gemeinsame Erklärung hätten gegenüber der Deutschen Rentenversicherung hätten abgeben müssen. Wenn Sie das nicht gemacht haben, ist es rückwärts, also rückwärts gerichtet, dieses Jahr, im Jahr 2022, nicht mehr möglich, mit einer solchen speziellen Erklärung die Kindererziehungszeit dem Vater zuzuordnen. Aber was beide Elternteile hätten machen können, dann hätten sie beide einfach nur erklären müssen, dass der Vater bei gemeinsamer Erziehung der Kinder dieses Kind überwiegend allein erzogen hat. Und dazu hätte eine Aussage der Mutter möglicherweise schon gereicht oder aber auch Tatsachen, die das bestätigen können. Zum Beispiel, wenn der Vater in der Kindererziehungszeit nämlich Elternzeit genommen hat und die Mutter arbeiten gegangen ist. Aber eines kann ich Ihnen gleich sagen. Im Regelfall wird die Kindererziehungszeit nach der Geburt der Kinder, gerade in dem Bereich des Mutterschutzes, dieser Mutterschutzfrist, immer der Mutter zugeordnet. Und Sie müssen schon gewichtige Argumente und auch Nachweise der Rentenversicherung beibringen, dass tatsächlich der Vater hier bei einer gemeinsamen Erziehung des Kindes die überwiegende Erziehungsleistung erbracht hat. Also zum Beispiel Nachweis, die Mutter ist arbeiten gegangen und der Vater war zu Hause. Ansonsten verbleibt es immer bei der klassischen Regel, dass die Kindererziehungszeit der Mutter zugeordnet wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.